ist denn mit dieser Torte? Die sieht aus wie eine Deckenlampe, Alter. Was ist denn das? Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um Schlemmen im KDW geht. Und diese wunderbare Doku wird uns natürlich präsentiert von Hallo Nachbar. Keine Ahnung, das steht im Titel, deswegen gehen wir rein und gucken uns an, wo ich noch nicht essen war. Du warst überall schon vielleicht essen. Vielleicht, das weiß ich noch nicht. Doch, warst du. Okay, Olli weiß Bescheid. Ja, weiß ich. KDW ist für mich ein Stück Berlin. Bin schon als kleiner Junge hier, hab mir die Schaufenster angeguckt, bin schwarz gefahren. Linie 1 aus Kreuzberg, um Weird Schaufenster Flex, zu gucken. Und 6. Etage ist generell. So, Paul, wo ist das? 6. Etage. Nein, ich hab keine Ahnung. Im KDW. Geil. KDW ist die große Liebe. Wait. Ach, das ist wieder dieses quick Mega-Intro. Ach, das wow, Ding. Wow, was? Alter, wo war seine Hand? Was hat er da versucht rauszuziehen? Das Kind. Ich glaube, er stülpt sie gleich auf links, Alter. Nee, er will, du bleibst drehen. Wir Hand aus, dann bleibst du an der Schulter so hinten und drückt so. Rein mit dir. So heißt die Serie. Ui, Austern! Die Feinkostabteilung des KDW, die 6., ist so legendär. Warte mal, so eine Scheiße kann ich im KDW bestellen? Ja, klar. So einen dampfenden Tower mit so Krebszeug und so? Ja. Der wie das Kaufhaus selbst. Ein Ort zum Genießen. Oh, oben beim Bäcker gibt es so Schlemmen, leckere Sachen. Und manchmal auch nur zum Staunen. Austern sind ekelhaft, Alter. Das Brot ist auch für so viele lecker. Stammgäste ist die 6. längst zum zweiten Wohnzimmer geworden. Ne, Paul? Hinter den Kulissen wird gewirbelt. Gerade bereitet Produktionsleiter Jan Behring Vorspeisen für seine Gäste zu. Wie diesen exquisiten Thunfisch. Der Beifigo-Tuna ist so. Hast du mal das Fett gesehen in dem Thunfisch? Das sah aus wie Kobefleisch, Alter. Was ist denn das für Thunfisch? Ich weiß gar nicht, sicher, dass da Thunfisch war? Ja, Alter. Bestimmt. Aber die haben bestimmt so richtig teuren, krass, exklusiven Thunfisch hier. So diesen richtig fetten. Gelbflossen-Thunfisch, ist das der teure gewesen? Ich glaube, Gelbflossen-Thunfisch Seht war das. Ihr, ist das nicht der, den du so gar nicht fischen darfst? Ja, ich glaube. Ich glaube, deswegen ist der auch teuer. Kriegst du im KDW alles. Seht ihr die Tür, die gelbe da im Hintergrund? Ja. Da sitzt Paul gerade. Ja, genau. Einfach so. Live. Ja. Höchste und beste Entwicklungsstufe, die es überhaupt, oder was man derzeit auf dem Markt kaufen kann. Das ist ein ganz nachhaltig geangelter Thunfisch. Ist klar. Jeden Morgen wird hier gemeinsam gezaubert. Ja, mit den Kollegen. Der Thunfisch, der hat sich sein Schleppnetz noch mit Flipper geteilt. Was ist los, Olli? Fällt was runter wieder von der Decke? Nee, alle, du hattest nur gerade irgendwie eine Pixelbrille auf. Ich muss mal kurz in dein Bild reinklicken. Sah lustig aus. Okay. Sachen gemeinsam zu entwickeln ist ganz, ganz wichtig. Und für mich auch in der Mitte zu sein von den Kollegen, gerade in dem Bereich, mit dem ich mich auch am besten als Koch auskenne, unabdingbar. Und ich bin hier wahnsinnig gerne. Seit knapp 30 Jahren kocht Jan Behring im KDW. Als Chef steht er heute so seltener am Herd als früher. Mhm. Da kann man schon mal einrosten, oder? Ich hoffe nicht. Ja, also ich koche zu Hause sehr viel, gehe auch auf Caterings und bin tagtäglich auch mit dem Kochen beschäftigt. Ja, sicherlich wird die Büroarbeit auch mehr, aber ich bin... Heißt das, ich gehe auf Caterings? Ich habe keine Ahnung. Was ist naja, das? In seiner Welt, ja. Er geht sich nur angucken. Ja. Auf jeden Fall werde ich schon wieder langsam und bleib stehen. Also da hat man das beste Beispiel. Ja, also ich muss eigentlich weitermachen. Ganz klar ist, ich hoffe nicht, dass ich langsamer werde. Aber die Kollegen sind natürlich jeden Tag trainiert. Was sagst du? Multitasking, genau. Ich möchte natürlich auch. Geil, er ist die ganze Zeit so freundlich vor der Kamera und jetzt wenn ich so ein nettes, was sagst du, sondern so ein Was das hier sagt? Als Maul! Vor allem war auch das beste Beispiel für wie Multitasking nicht funktioniert. Vor allem sie ist, glaube ich, auch die ganze Zeit angepisst, weil sie wäre schon längst fertig gewesen. Ja, mein Senf dazu geben zum Teil und natürlich auch, dass das so ausschaut, wie ich es mir ursprünglich bedacht habe.
Nichts wird richtig geil, wenn er, wenn er eine Tube überlassen. Jan Behring Senf rausgeholt hätte. Was ist denn das für fancy Mortadella? Okay, das hab ich eingeholt, ne? Ich beeile mich jetzt. Hanka Pöcher arbeitet seit 22 Jahren im KDW und war schon früh davon fasziniert. Krass, meine erste KDW-Begegnung war tatsächlich, als ich mit 16 mal hier im Urlaub war in Berlin. Und den Paulzer unterstrich getroffen habe. Und ich mit meinen Bekannten hier ein bisschen bummeln war. Der Bekannte. Ja, da war ich auch, das war auch mein erster Besuch in der Feinschmecker-Etage unten. Ich war natürlich total überwältigt über dieses gesamte Angebot hier. Das war alles so kulinarisch köstlich. Was ist das? Im Entferntesten habe ich damals auch nicht gewusst, dass ich mal irgendwann hier arbeiten werde. Sehr schön. Gut geworden. Morgens um 8 scheint das Kaufhaus des Westens noch im Dornröschenschlaf zu liegen. Doch der Eindruck täuscht. In 2 Stunden öffnen die Tore. Alles muss dann fertig sein. Die Bäckermeister Anil Yashadogu ist schon seit Stunden im Einsatz. 18.000 Baguettes fertigt er mit seinen Kollegen jeden Monat. 18.000 Baguettes? Morgen. Morgen. Die Baguettes sind im Ofen, die kommen den so circa 15 Minuten raus. Ja. Wie Baguette hast du heute? Jetzt sind hier im Ofen 40 Stück drin. 40, ja? Der hatte so eine geile Arbeitsphilosophie. 60, ne? Für den Brotstand und dann nochmal 150 Stück für Austernbar und Fischbutter. Ach geil, also wenn du da oben in der 6. in ein Restaurant gehst, dann servieren die dir auch das Brot, was da auch im KDW gebacken ist. Das nenne ich mal regional, Alter. Und verkauft wird. Ja, mega gut. Finde ich geil. Die Baguettes sind ein Renner bei den Kunden des KDW. Weil der Teig für die Brote 24 Stunden geruht hat, sollen sie besonders gut sein. Der Chef prüft das jeden Morgen. Jeden Morgen kommt er da rein und macht so ein Baguette kaputt. Sehr schön geworden. So ein Bastard. Und sieht nachmittags nicht. Alle hassen ihn, Alter. Jetzt kommt der Affe schon wieder und macht die Baguette kaputt. Ist egal, wo er reingeht. Er macht immer erstmal ein so ein Ding kaputt. Ja. Einfach irgendwie bei der Hummerabteilung. Ja. Erstmal den Hummer kaputt gemacht. Er nimmt sich auch immer die Spitze mit und keiner weiß warum. Ja. Genauso aus, ist genauso fluffig. Aber wenn sie noch warm ist. Und viel für Butter. Für die exquisiten Backwaren kommen gerade am Wochenende Kunden aus ganz Berlin. 9.30 Uhr muss alles unten eingeräumt sein. Punkt 10 Uhr gehen unten die Türen auf. Und dann kommen die Leute in Scharen. Ja, und da warten natürlich eine volle Auslage und das volle. Nur weil ich gerade im Chat lese, ist das Pauls Butterlindner, was man immer im Podcast hört. Nee, der Butterlindner ist gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Vom KDW. Vom KDW. Sortiment. Deshalb gehen wir jetzt hier zack, zack alles nochmal durch, machen nochmal Stichproben. Und dann schauen wir uns das nachher unten auch nochmal an. Gleich nebenan in der Konditorei. Im Chat schrieb gerade einer, der geht doch erstmal bei Gucci rein und zerreißt einen Pulli, Alter. Das für eine Scheiße. Bei wird für die französische Patisserie Zucker gepudert. Ey, die sind King, Alter. Das sieht alles so geil aus in der Auslage, was die machen. Alles. Ich würde alles davon essen, egal was. Für Schokolade? Ja, ja, schon bis auf einige frische Produkte kommen alle Zutaten für die kulinarischen Köstlichkeiten hier aus Frankreich. Was ist das? Wie viel Kalorien hat die? Als ob die ihre Schokobrötchen föhnen, Alter, was geht denn bei denen ab? Für dieses Croissant. Das Witzige ist, ich habe exakt denselben Heißluftföhn. Oh, nice. Also, was nicht Schokolade ist, ist Butter da dran. Aber es macht es auch sehr lecker dadurch, ja. Das ist auch vor was, was man über Ollis Rührei sagen kann. Klinisch ihre Ausbildung zur Konditorin abgeschlossen. Für sie ist damit ein Kindheitstraum wahr geworden. Weil ich es einfach schon immer total gerne gemacht habe, irgendwie zu backen, auch mit. Digga, das sieht zwar aus wie Pressspan, was sie da übergießt, aber das, womit sie übergießt, da würde ich mich mal kurz runterhängen, du. Meiner Mama zusammen und Sachen zu kreieren, gerade wenn dann Menschen das auch essen und sich drüber freuen und irgendwie so dieses, gerade auch so feine Sachen, ja, die man irgendwie mit der Hand gemacht hat, wo man am Ende auch sieht, das habe ich jetzt gemacht und andere Menschen freuen sich drüber und genießen das. Schade, Lavinia hat gerade ihren ersten Preis gewonnen. Sie hätte überall arbeiten können, wollte aber hier bleiben. Ich glaube einfach, das hier habe ich einmalige Möglichkeiten, wirklich ganz viele neue Dinge zu machen. Ich glaube, das hat man kaum woanders, wo ich wirklich so viel mache und auch so viel lernen kann.
Das ist ja auch mal geil so zu hören, ne? Ich finde es total wild, dass die Mitarbeiter da, ich bin seit 30 Jahren hier, ich bin seit 22 Jahren hier. Ja, ich habe den ersten Preis gewonnen, ich könnte überall hingehen, aber ich will hier bleiben. Ich so, okay, scheint ein guter Arbeitgeber zu sein. Auch in diese Kreation hat die 22-Jährige viel Herzblut investiert. Vorbereitete Schokodeko, die mache ich besonders gerne. Und das ist eine Brombeere, die habe ich vorher schon ein bisschen mit Silber abgepudert. So werden die jetzt fertig für die Theke. Extrem hübsch, ey. Ach, da fehlte doch ein Wort am Ende, oder? So werden die jetzt für die Theke. Ja, aber das ging nicht mehr, Olli. Da hat ihr Kind angefangen zu zittern. Ihre Augen füllten sich mit Tränenflüssigkeit und sie musste sich verschämt zur Seite drehen, weil sie es so sehr liebt. Geil. In der Fischabteilung ist frische Ware eingetroffen. Markus Beckert und sein Team schauen, dass die eiskalten Produkte schnell in der Theke landen. Die guten Büsumkrabben aus Thailand. Wir haben jetzt gerade hier unsere frische Ware bekommen und jetzt kontrollieren wir natürlich wie üblich, ob die Ware okay ist, ob die Qualität stimmt, mit den Kiemen, dass sie schön rot sind, die Augen klar sind und natürlich, dass die Filets, dass das Fleisch... Aber die Frage ist, war das Styropor oder war das der Fisch? Das ist sehr philosophisch. Alter! Philosophisch ist ja der Shit, Alter. Diese Firma ist die beste der Welt jetzt schon. Ja. Fisch ist live. Fisch ist live. Ihr müsst doch runterschreiben: Fisch ist love. Erst dann ist es gut. Schön fest sind. Und der ist hier wunderbar. Oh, bitte hör noch auf. Sind wir sehr zufrieden. Der geht auch gleich in die Theke. Die Fische kommen aus aller Welt und auch aus der Region. Junge, mach mal Heizung ganz kalt. Markus Beckert hat schon alle erdenklichen Exoten verkauft und verkostet. Sein Lieblingsrezept für jedermann? Ja, der Fisch ist nicht live. Am liebsten gegrillt. Wunderschöne Fische. Also den vom Grill, Olivenöl, Koriander, Knoblauch, Zitronensaft drüber. Was ist das? Und ein kühles Bierchen dazu und wunderbar. Das ist ein Fisch, hat er auch die gesagt. Die Köstlichkeiten der Fischtheke locken jeden Tag Scharen von Genießern ins KDW. Manche sind, wie Markus, Dorade. Wir haben viele Köche aus Berlin, die hierher kommen. Ja? Chefköche von Hotels oder auch Restaurants, die sich hier umschauen, inspirieren lassen unter Umständen. So? Und die dann natürlich auch ihre Spezialitäten suchen. Ne? Markus ist seit einem Jahr Herr der Meerestiere in der 6. Etage. Die sind schon begeistert aus. Ist er immer noch. Wunderbar. Das ist immer so die Probe. Das ist wirklich, also, als wenn man am Meer steht, wenn man gerade irgendwie morgens am Wasser ist, am Strand ist und diesen Duft, den man hat, den man vielleicht auch aus dem Urlaub kennt, ja. Wenn man den hier mal einfach so erlebt, wunderbar. Heute im Angebot sibirischer Stör und Seeteufel. Alter. Seeteufel ist richtig teuer, ey. Kurz nach halb. Ich frag mich, wie es aussehen würde, wenn Aquaman da so beisteht, während die da immer so. 10. Gleich kommen die Kunden. Die erste Ladung Baguettes ist fertig. Du, der Bro, den wir gerade gesehen haben, verkauft dir auch ein Stück Aquaman. Heute exklusiv im KDW. Aber Jagel, so ein komischer Typ hier. Der linke Arm von dem Typen. kann man das Latex mitessen? Morgen. Jetzt ist erstmal die Theke abgedeckt. Alles ist da, alles sieht gut aus. Da kann man schon stolz auf sich sein. Ich feiere den. Ja, der ist wirklich so stark. Die haben so richtig geile kleine Brötchen. Die sind so groß. Ich liebe die sehr. Geil. Konditorgesellin Lavinia und ihr Tagwerk. Sie bringt die fragile Fracht jeden Morgen persönlich in die Patisserie. Ey, da verkaufst du auch jedes einzelne Ding gern. Wenn man ganz viele Sachen, die irgendwie kaputt gehen können, immer wieder macht, dann hat man irgendwann so eine Ruhe dabei. Aber gerade wenn es so ganz filigrane Sachen sind, ist man manchmal dann so ein bisschen zittrig dabei und hofft, dass alles gut geht, dass es gut heile ankommt. Aber man gewöhnt sich auch dran, weil man dann irgendwann so viel in die Richtung macht, dass es nicht mehr
Sieht nicht einfach mehr so alles schlecht. Gut aus. Krass. Also, da steckt auch ganz viel ja, von mir drin. Alles, der Dinger sehen schon insane. Ich mich auch daran erinnere, wie ich noch weiß, wenn ich die Dekoration fertig gemacht habe und irgendwie dann sehe, jetzt kommt es runter in den Laden. Das ist einfach immer so ein Stück von mir selber, was dann mit verkauft wird. Ab jetzt sind die kleinen Kunstwerke in den Händen von. Und mit gegessen wird, wollte sie noch sagen. Da hat nur RBB schnell einen Schnitt gesetzt. Peggy Knoche. Die Nachfrage wird heute besonders groß sein. Der Samstag ist der verkaufsstärkste Tag. Also da ist hier. Jo, an einem Samstag, siehst du? Das ist halt auch wieder geil. Sieht voll lecker aus. Aber ich hatte ja auch gehofft, weil der Chat hat hier und da geschrieben, dass sie hoffen, mich irgendwo im Hintergrund zu sehen. Aber am Wochenende ins KDW, dafür bin ich zu alt. Ja. Von außen? Voll. Nur Touristen und diese guckt euch das an, Menschen. Tausend guckt euch das an, Freunde. Und guckt euch die aus. Sagt mir nicht, dass da nicht alles geil aussieht. Jeden Monat ja, über ist die so. Theke. Ich will so das alles. Viele süße Sünden. Da kommt gib. Auch die Verkäuferin in Versuchung. Mir zu Schokolade. Zumindest gelegentlich. Oh, also ab und zu gönnt man sich schon mal, ne? Aber so oft jetzt auch nicht. Also so viel kann man jetzt auch nicht. Oh, Peggy gönnt sich ab und an schon mal. Auf der 6. Etage ist Jan Behring für alle KDW-Köstlichkeiten in den Auslagen verantwortlich. Er prüft, ob auch alles Digga. Wirklich perfekt ist. Digga, Leute, jetzt mal no shit. Aber habt ihr mal gesehen, wie die Croissants aussehen? Habt ihr mal kickt euch mal bitte hier unten. Das sind Croissants, Freunde. Digga. Ja. Ey, mein, Alter, ja. Mein Gehirn, Mann. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, weil Peggy gönnt sich richtig. Und ab dem Moment hatte ich wieder so ein Pornotitel-Karaoke im Kopf. Mm, ja, und dachte doch. Mir, wie komme ich? Dachte mir so ganz krampfhaft, wie komme ich denn jetzt auf die gute Stute? Und dann fiel mir ein, ja. Heute im Auto haben die Kids My Little Pony gehört. Und da gibt's eine Superheldin in einer Folge. Das ist so eine maskierte. Und die wird von den ganzen Leuten da vor Ort nur die gute Stute genannt. Okay. Astrein. My Little Pony besser einfach. Astrein, Alter. Vielleicht müssen wir hier nochmal ein bisschen für die Ordnung sorgen. Das muss noch ein bisschen genauer. Genau, ein bisschen genauer. Genau. Noch ein bisschen gerade präsentiert. Die müssen halt aufpassen, dass sie nicht zu weit auseinander gehen beim Backen. Mhm. Ja. Also der ist noch okay, aber ja. Man muss auch nochmal schauen. Genau. Selbst kleinere. Hat der Bro gerade wirklich hier verklickert, ey, Schwester, die sind zu fluffig? Ja, ich glaube schon. Ich weiß, sie war auch gar nicht fürs Backen zuständig. Ich glaube, sie antwortet auch so, nach der Rede wieder. Es wird so, kennt ihr das? Also ich weiß gar nicht, was es ist, aber es wirkte gerade so ein bisschen so, wie einer, der, damit er seinen Ruf fahren kann, ja, lässt man den die ganze Zeit immer laufen und Sachen sagen und es wurde extra eine Person eingestellt, die einfach immer nur zustimmt. So. Ja, ja, aber ja, die auch mit ihm mitläuft und dann im Hintergrund so hinter ihm immer Sachen wieder so hinstellt, wie sie sein müssen, damit er keine Scheiße baut. Das gab's doch mal in einem Film oder so, ne? Exakt sowas. Ja. Aber ja. Mhm. Mhm. Ja. 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 Makel an den handgefertigten Produkten sind in der Patisserie der 6. keine Option. Alles wird dokumentiert und genau unter die Lupe genommen. Schauen wir auf den Rand. Also wir haben jetzt hier bei der Torte zum Beispiel gesehen, dass der Boden nicht ganz gleichmäßig ist, dass die Ansicht zum Kunden nicht perfekt ist. Und deshalb werden wir das noch ein bisschen nacharbeiten. Mhm. Was den Ansprüchen des Chefs nicht genügt, darf auch nicht in der Auslage bleiben. Natürlich kann es immer passieren, dass der durch den Transport auch Ware beschädigt wird. Das machen wir jetzt hier morgens dann auch im Store-Check, um es dann auch gleich rauszunehmen. Und wir können ja jetzt noch Anpassungen vornehmen, dass wir es nachher wieder runterschicken können. Mit welchen Ansprüchen kommen die Kunden denn her? Riesig. Unfassbar große Ansprüche. Und wir werden diese Ansprüche auf jeden Fall erfüllen. Schließlich haben die Köstlichkeiten stolze Preise. Was sind das für Dinger? Ich will das, was ist das? Hier steht hinter jeder Torte auch Handarbeit. Was ist denn mit dieser Torte? Teil. Die sieht aus wie eine Deckenlampe, Alter. Was ist denn das? Guck dir das Ding nochmal an. Das ist wie eine 70er-Jahre Deckenlampe. Ich will das essen. Was ist das? Ich weiß nicht, wirklich jetzt. Das macht mich fertig. Kennt ihr das nicht? Wenn man so diesen krassen Niet verspürt, da jetzt etwas reinzubeißen? Olli, einfach nur um zu wissen, wie es sich anfühlt?
Ich werde dir was mitbringen, wenn ich das nächste Mal da bin. Geil, danke. Mein Vater würde sagen, dir tropft der Zahn. Ja, gar nicht mal so. Es geht mir hauptsächlich darum, irgendwie, das ist wahrscheinlich jetzt so eine frühkindliche Sache, aber mit dem Mund zu erkunden, welche Struktur und Textur diese Sachen haben. Das ist keine frühkindliche Sache, Bro. Ah, ich verstehe. Handarbeit hinter jedem Teil, sehr, sehr viel Passion, ja, und auch Mühe. Und deshalb denke ich, ist jedes Teil auch seinen Preis wert. Wie dieses Bären-Origami. Und was nicht perfekt ist, zerschneid es los! Wird perfekt gemacht. Zerschneid es! Ah. So, das nehmen wir nochmal nach oben, ja, und dann einmal kurz. Das Törtchen muss zum Arzt, ja? Kopfpflaster drauf und da geht's wieder von hier jetzt? Okay. Hat er doch beim Rumrangieren, hat er das doch gerade kaputt geditscht. Das ist so ein Ding beim KDW, dass mich einfach die unterste Etage, die, die dich begrüßt, die, wo du reinkommst, ist die, die mich am krassesten abschreckt. Ja. Das war. Weil wegen teuer oder was? Ja, na, weil das so wirklich die Läden sind, wo du weißt, da lässt man dich nicht rein und da schaut man, da schaut jeder Typ hinter der Kasse schaut da von oben auf dich herab. Okay. Und weil man sich da anstellen muss, um reinzukommen, hasse ich auch. Das musst du aber eigentlich nur bei Louis und Chanel. Ansonsten nicht. Joris, ist einigen im Chat schon aufgefallen, die sechste Etage heißt wirklich bei denen die sechste. Ja. Steht auch so dran. Die Feinkostabteilung, die sechste. Zehntausende Berliner und Berlin-Besucher kommen jeden Monat hierher. ...30 Restaurants und Bars, kulinarische Köstlichkeiten aus Berlin, Deutschland und der Welt. Von der Krise draußen ist hier drinnen wenig zu spüren. Wow, seit in der Patisserie Le Notre gönnt sich Familie Hermann ein Kuchenfrühstück. Direkt reingegönnt. Sie sind Stammgäste, auch wenn sie inzwischen in Erlangen wohnen. Oh. Was? Und dann fahren die rüber? Boah, Alter. Die sehen, wie geil dieser velvetrotfarbene Dings von innen aussah. Sieht das hier so leicht an der Seite? Der sieht richtig schön klitschig aus. Guck mal, Alter. Boah. Ich hab voll Bock, mich hat selten so ein so ein Erdbeertörtchen so angemacht. Ja, ne? Die Creme da drauf. Seit 58. 56. Regelmäßig. Einen schönen Tag noch, ne? Ich liebe die Austernbar, die jetzt leider umgebaut worden ist, aber wir haben es heute noch nicht probiert, aber Skandal. Es kommt noch. Hey, ja. Dieser Umbau macht mich auch fertig. Und wir waren regelmäßig, als wir in Berlin gewohnt haben, hier und haben das hier genossen. Ganz einfach alte Erinnerungen. Mein Mann und ich, wir haben uns hier kennengelernt vor 30 Jahren. Ich habe einen wilden Take, aber Frauen mit solchen Brillen und Schals sind immer reich, oder? Ja. Irgendwie. Hey. Ah. Ja. Und Le Notre, das ist halt auch so eine Art Hobby, weil mein Mann gerne weckt. Und reich, erfolgreich und enttäuscht von der Berufswahl ihrer Tochter. Vielleicht das, ja. Und ja. Und deswegen gehen wir hierher zum Frühstück. Auch JP Patrick Mace, Franke danke. Kommt regelmäßig mit Frau und Kind in die Sechste. Man vergisst mal den Alltag und gönnt sich mal ein Stück Kuchen. Digga, ist denn auf? Die große Auswahl an den Kuchen finden wir. Der Chat gerade böse schreibt, ihr Mann ist reich, sie nicht. Dazu zwei Dinge. A, das wisst ihr nicht, schämt euch. Und B, wenn sie so ist, hier sitzen drei Typen, die verheiratet sind ohne Ehevertrag. Wenn das bei denen genauso ist, ist die Frau auch reich. Ja. Und den tollen, netten Service, den wir hier bekommen. Also super nette Leute, die hier einen bedienen. Ja, das spielt man im Alltag, ne? Einfach nur beim Einkaufen alleine schon. Die Produkte sind teurer geworden. Man schaut mehr aufs Geld. Man überlegt sich dann doch mal die eine oder andere Autofahrt dann doch nicht zu machen. Sprit kostet mehr Geld. Aber im Moment geht es noch. Hält sich noch um.
Kundenmagnet in der sechsten ist die Spirituosen- und Weinabteilung. Die ist legit gut. Da gibt es echt ganz viel. Ganz kurz, weil ganz viele haben das gerade nicht richtig verstanden. Das war weder Angeberei noch ein Flex, sondern es ging nur darum, dass wenn man heiratet und keinen Ehevertrag hat, ist es irrelevant, welcher der Partner reich ist, dann sind alle reich, alle beide reich, so genau. Oder so. Güterteilung, Freunde, ja. Güterteilung. Ging nicht darum, dass unsere Frauen jetzt reich sind, nein, aus irgendwelchen anderen Gründen. Es ging darum, dass egal wie viel Wohlstand da ist, wenn die keinen Ehevertrag haben, und das ist eine Generation, die haben das eher selten, dann gehört der halt die Hälfte. Also ist die auch reich. Siehe Jeffrey Bezos Frau. Ja, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Allein 500 Sorten Gin stehen zur Auswahl. 800 Sorten Sekt und Champagner. Wie viel Whisky? Und rund 3800 Weine. Na, der Whisky? Wer da den Überblick verliert, dem steht Hagen Hoppenstedt zur Seite. Der ehemalige Chefsommelier des Hotel Adlon liebt Wein. Ach, der war Adlon? Am meisten den italienischen und sein Reich im KDW. Als das KDW anrief und fragte, ob ich denn Lust hätte, diese Position in diesem Paradies zu übernehmen, habe ich ein bisschen gezögert, weil es natürlich eine andere Aufgabe ist, aber das KDW, schaut euch um. Ich meine, das ist ein Paradies für einen Sommelier und ich habe die besten Flüssigkeiten Deutschlands hier um mich herum. Und gelegentlich probiere ich es natürlich auch zeitweise. Seltsames Kompliment also für die Kollegen. Sehr, sehr gut. Ja. Seine Kundschaft vertraut dem Sommelier. Für sie stellt er Weinpakete zusammen. Herr Hollerbach hatte sich ja schon vorausgesucht, den Keller. Keller? Und glaube, Italien wollte er noch was haben, aber genau. Ein bisschen was Exotisches, glaube ich. Haag haben wir schon drin? Genau, Haag haben wir schon drin. Und dann würde ich sagen, stellen wir mal zusammen. Gut. In der, bei den Whiskys gibt es da so einen geilen Iren, der dir auch wirklich alles über alle Whiskys erzählen kann, was einfach so geil ist, nur wegen dem Akzent. Nur deswegen macht es schon Spaß. Ja. Okay. Im Humidor, dem Allerheiligsten der Weinabteilung, lagern wohltemperiert die wertvollsten Schätze des Weinkenners. Hagen Hoppenstedt stellt nach eigenem Ermessen Weine für seine Kunden zusammen. Budgets zwischen 8.000 und 10.000 Euro sind keine Ausnahme. Da kostet die Flasche schon mal 4.400. Hier ist das Herzstück, hier ist sozusagen mein Herz, was wuppert und von jedem Mitarbeiter. Hier ist sozusagen das Herz des KDWs, würde ich mal sagen. In flüssiger Form. So, international wollte auch noch was haben? Dann gehen wir jetzt zu Übersee. Welche Kunden sind Hagen die Liebsten? Die Sammler oder die Genießer? Natürlich die Genießer. Die Genießer. Und wenn die dann noch sagen, uns vielleicht nach Hause einladen, wir dürfen trinken, gerne. Nein, machen wir natürlich nicht, aber Genuss ist immer das Wichtigste. Aber manchmal würde er gerne. Von Kaufzurückhaltung seiner Kundschaft spürt Hagen bisher nichts. Ich würde gerne mal zu dem gehen und einfach nach einem guten Wein fragen und sagen, ich mag ganz gerne Sangria aus dem Tetrapack vom Aldi. Was kannst du denn empfehlen? Was hast du da vergleichsweise? Ey, aber das funktioniert. Ich bin da zum Beispiel hin für jemanden, der nicht, also der Whisky trinkt, aber jemand, der über die Stufe Ballantines sozusagen noch nie hinausgegangen ist in seinem Dasein, ja? Also Ballantines, für alle, die es nicht wissen, ist, glaube ich, was kostet ja 12 Euro oder so? Ballantines, nee, ein bisschen mehr schon. 20. 25, ja, sowas. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, pass auf, von den günstigeren Whiskys ist der Ballantines der liebste Whisky gewesen. Davon mal eine gute Variante. Digga, das ging. Ja. Und die haben da mehrere Sachen rausgesucht, dann haben wir darüber geredet und so weiter und so fort. Und dann gab es halt mal so einen für 80 Euro, den habe ich dann mitgebracht und hat geschmeckt wie, also hat halt wie gepasst Arsch. Wie Faust aufs Auge, ja. Geil. Weißt du noch, was er dir empfohlen hat? Das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Okay. Ich finde 2 Meter von Dan so geil. Keule, was hast du denn da, was man gut mit Cola mischen kann? Das wäre so ein Bram. Ja. Richtig geil. Ich glaube, dass hier die Krise in diesem Raum kompensiert wird. Das heißt, man gönnt sich etwas und spiegelt hier etwas weg. Und ich bin froh, dass in diesem... Ist euch aufgefallen, wie das Wort gönnen einfach auch seit dieser Jugendwahl so krasses Comeback hatte? Ich glaube, wenn ich hier in dieser Doku einen Gönnungscounter hätte, dann war schon 7 oder 8 Mal das Wort Gönnung mit drin. Safe. Reis noch nicht gespart wird. Erstmal schön den Wein smashen, ja. Den Sommelier, meinst du? Das
ist übrigens das wohl bodenständigste Restaurant in der 6. Etage, das beste Restaurant. Der Kartoffelacker. Ja, das ist deine Ecke, ne? Am Samstag zur Mittagszeit ist hier immer viel los. Bestes Gericht? Geschnetzeltes. Das Kalbsgeschnetzelte, ja. Ah, wusste ich. Hatte es vielen Dank. Ja, super. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bringe das zweite Tellerchen oder geht das so? Das geht so. Okay, ich wünsche einen wunderbaren Abend. Dankeschön. Lassen Sie sich schmecken. Viele denken, das KDW ist so exklusiv. Finde ich gar nicht. Ich finde, es ist sehr inklusiv. Jeder darf hier rein, jeder wird gut behandelt. Es gibt immer einen super Service. Das ist eben auch Schöne dran. Das war so einer der Typen, wo die Stimme so gar nicht zum Typen passt, oder? Passt für mich wie die Faust aufs Auge. Echt, ja? Ich war so voll. Ich habe gerade nicht. Ich habe nur hingehört, gerade im Chat was gelesen, guck so hoch und denkst, oh, was ist da? Passt ja gar nicht. Kann vielleicht auch nur deswegen sein. Also, das KDW ist für mich tatsächlich so ein Jahrmarkt der Alten. Aber er ist auch der Inbegriff von überprivilegiert. Ja. Halt auch wirklich so. Also ich finde, hier wird absolut jeder absolut gleich behandelt, sage ich als doch ordentlich gut betuchter weißer Mann in Berlin, im KDW. Ich möchte auch gerade ganz kurz darauf eingehen, dass Skinner Billy geschrieben hat, ich habe Hausverbot im KDW bekommen. Ich möchte wissen, wieso. Ja. Das möchte ich auch wissen. Ah, mal gucken mal weiter. Gibt's einen Sinne? Das ist so ein Happy Place, so ein guter Ort, um so Energie wieder aufzuladen, so ein bisschen sich umzugucken. Das heißt jetzt nicht, dass immer, wenn wir hier sind, ganz viel kaufen. Im Gegenteil, so man gönnt sich mal ein Gläschen oder gönnt sich mal was Kleines zu essen oder mal drei Pralinen oder ein paar Macarons, aber man guckt halt. Olli, ich habe deinen Gönn-Counter gemacht. Martin Schmieder-Lemke und sein Mann André Lemke sind zweimal im Monat hier. Immer samstags. Ihr persönlicher Luxus? Tatsächlich eher das Rührei. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen bodenständiger. Aber es ist eben auch schön zu wissen, dass es hier auch den Kaviar gibt. Wie viel Butter machen die ans Rührei? Das lässt einen so ein bisschen was vergessen. Also es ist ja auch so ein bisschen Traumwelt, die hier so erschaffen wird. Und ja, von daher finde ich, das ist hier, kann man schon mal so die Zeit vergessen irgendwie. Das gilt auch für Ilan Ben Shalom und seine Familie. Danke, Mrs. Charming für den Raid. Das KDW ist für sie Teil ihres Alltags. Wir kommen auch gerne in die 6. hier und wir sind Stammgäste schon seit bestimmt 50 Jahren. Vielleicht eine Anekdote. Ich komme aus der ehemaligen DDR, aus Ost-Berlin. Und als ich das erste Mal hier nach West-Berlin kam, bin ich sofort mit meiner Großmutter hier ins KDW gegangen und es hat mich echt erschlagen. Ich weiß, dass meine Mama das erste Mal hier war, musste sie rausgehen, weil sie gesagt hat, dieses Überangebot in der S-Etage, das musste sie erstmal verkraften. Glaube ich. Einige Kreationen aus dem Kartoffelacker landen so auf Instagram. Kartoffelspirale, was? Bodenständig hat eben seinen ganz eigenen Charme. So, pass auf. Mit Iro durfte ich unten rein, aber in der Schnapsabteilung fiel dann wohl auf. Was mit F? Der, dass ein Berliner Punk nicht in das Bild passt, habe eine Diskussion angefangen und wurde dann rausgeworfen mit Hausverbot samt Personalienaufnahme. Digga, wild. Also, ich kann dir. Also, das kann doch gar nicht sein. Es wird doch absolut jeder ganz gleich behandelt. Okay. Ey, das laufende Klischee von 2021 für Berlin hat das gesagt. Also muss das stimmen. Flo, jeder, der drin bleiben darf, wird gleich behandelt. Aber das finde ich jetzt schon. Das finde ich schon anders wild. Und er sagt, ich war da noch nüchtern. Okay. Aber das, also wenn das wirklich so ist, war das richtig dämlich, weil da habe ich schon ganz andere gesehen, die ich rausgeschmissen hätte. Wait a second. Nee. Diese Kartoffelspirale nennt man Rotato. Wie gut ist das denn? Ja, schreibt gerade einer. Geil. Riesenfan. Mega-Fan, ja. Also ich habe da wirklich noch nie erlebt, also deswegen fand ich das so komisch, weil ich habe da wirklich noch nie erlebt, egal unter welchem Zustand oder in welchem Outfit ich auch immer da war. Da musst du da mal mit einem reden, Paul. Wurde ich immer gut behandelt. Und er ist immer gern besucht. Aber ich kenne deine Outfits, ich kenne sogar deine Jogging-Outfits und das wundert mich nicht, dass du... Nein, aber ich meine auch wirklich, sei es ein bisschen angeschickert, sei es auch mal mit kaputten Klamotten, sei es auch mal einfach Bruder, du siehst, Bruder, du siehst in deinen
in Anführungsstrichen schäbigsten Joggingklamotten siehst du aus wie ein fucking Londoner Vorort-Gentleman-Gangster. Jetzt tun wir mal nicht so. Vielleicht stehe ich auch auf einer Whitelist. Dieser graue, epische Jogginganzug von dir mit der Jacke dazu. Also sorry, ich will dich jetzt nicht mit Komplimenten überhäufen, aber du siehst halt, das sieht halt immer geil aus. Marok sagt auch gerade, Paul sieht in jedem Outfit nach Geld aus. Okay, alles klar, na Paul gut. Paul sieht einfach in jedem Outfit gut aus, das ist was anderes. Und kommen ganz, ganz viele Stammgäste auch immer wieder her, weil die auch sehr gerne das Bauernfrühstück oder die Kartoffelpuffer essen. Der Kartoffelpuffer und der Bauernfrühstück ist hier der Renner. Und deswegen kommen die Gäste hierher. Da kann es schon mal rappelvoll sein. Dass die Feinschmecker-Etage des KDW Sehnsuchtsort für so viele Menschen ist, spiegelt das Konzept des Hauses wider. Geschäftsführer Timo Weber ist stolz auf seine Sechste. Sie soll alle Menschen ansprechen. Das KDW will vor allem ein Marktplatz sein, an dem sich die Menschen treffen, an dem sie sich inspirieren lassen, an dem sie schöne Sachen sehen, an dem sie träumen, aber vielleicht auch runterkommen von dem Stress, den sie sonst im Alltag haben und einfach eine gute Zeit bei uns verbringen. Damit dem KDW auch künftig nicht die Kunden ausbleiben, hat die Sechste kulinarische Trends immer im Blick. Ja. So will man junges Publikum. Ich wollte das schon mal probieren. Warte, ich muss noch mal ins KDW, glaube ich. Olli, ich glaube, verantwortlich für neue Kreationen ist Jan Behring. Sein persönlicher Anspruch, das Beste, Leckerste und Regionalste finden. Wir lehnen uns eigentlich nie zurück und sagen, eigentlich haben wir jetzt alles richtig gemacht. Jetzt können wir erstmal 3 Monate Ferien machen. Es dreht sich immer weiter. Wir bringen immer hinten nach die nächste Innovation. Ein Kreativlabor des KDW liegt unterm Dach. Während ein Stockwerk tiefer die Kundschaft den Nachmittag genießt, wird hier an neuen Entwürfen für Halloween gearbeitet. Sie stammen von den Azubis der Konditorei. Ach, süß. No. Die Teufel, wo wir uns ja überlegt hatten, dass der halt noch ein bisschen Bums hinten raus hat, ein bisschen zu Halloween, wo dann der Pfeffer eingearbeitet wird. Ein bisschen was Gemeines noch drin. Genau, ne? Richtig. Ja. Szechuan-Pfeffer. Genau. Super. Sehr schön. Wollen wir es mal probieren? Gerne. Na dann, schneiden wir es mal an. Wie geil. Dass Auszubildende mit ihren Ideen so ernst genommen werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Vom kreativen Arbeitsklima profitieren am Ende alle. So gerade was Ideen angeht, was auch man kriegt ja überall immer mal was mit, was man irgendwo sieht, wenn man irgendwo war. Ich glaube, das ist generell total wichtig, dass man sich immer austauscht. Rund 100 Auszubildende arbeiten im KDW. 7 davon gehören zu Jans Konditorenteam. Auch ehrgeizige Quereinsteiger sind willkommen. Ich komme selber vorher aus einem Bürojob und habe mich halt dafür entschieden, mit über 30 nochmal anzufangen, das Handwerk zu lernen. Und ich bin mega glücklich. Ich bin angekommen, ich möchte nichts anderes mehr machen. Cool. Ja, Mann. Hochbetrieb. Aber die scheinen echt ein richtig guter Arbeitgeber zu sein. Das Restaurant Fischkutter und die Austernbar sind am Samstagnachmittag immer voll. Warst du schon mal in der Austernbar, Paul? Elitär will man ausdrücklich ja, aber nicht sein. Ich habe da nicht gegessen, ich hier mag Austern auch nicht. Hier gibt es Austern für fast jeden Geldbeutel. Ja. Was ist denn für ein Mördergerät? Explosiv, aber nicht überteuert sein. Ja. Also man kann sich leisten. Und das muss man zum Probieren. Wir fangen übrigens bei 3 Euro an das Stück. Die teuersten kosten pro Stück das Doppelte. 10 Sorten Austern hat Stefan Wanske im Angebot. Hier vorne haben wir 2 Sylter. Ja, das sind zum Beispiel irische. Das sind französische La Pernoa. Die kleineren sind Pléiade Poget. Und die kommen auch aus Frankreich, von der Utah Beach, aus der Normandie. Der ist so wichtig, Herr Berliner. Aber am Ende sind die alle salzig, oder? Hey, yo. Ich mag Austern tatsächlich eigentlich mal so ganz gerne, bin ich ehrlich. Du, ey, fair enough. Ich verstehe auch, dass das wahrscheinlich was sehr Geiles ist und was Exklusives. Und, aber ich komme an salzige Schlotze nicht ran, sorry. Nein, aber dann wirklich, also A, es ist ja nicht nur salzige Schlotze, das ist ja Quatsch. Ich weiß. Es ist saumäßig gesund, das muss man wirklich mal dazu das sagen. Das war, ja. Das unendlich gesund. Aber du kannst ja auch in Anführungsstrichen easy anfangen.
Die ganze Westküste zum Beispiel der USA, wo du ja auch unbedingt nochmal hin wolltest, und auch in England gibt es einige Orte, gibt es überall so Fried Oyster-Gedöns. Das ist tatsächlich, ja, mein Bruder und mein Vater haben öfters mal überbackene Austern gemacht. Ja, sowas gibt es auch, genau. Und davon schwärmen sie immer, aber ich hab's noch nicht geschafft, irgendwie mal, weiß ich nicht. Ja. Stammkunden, zum Beispiel der Tutation, den kenne ich seit 20 Jahren. Kann man ja mal so sagen. Das Leben in seiner ganzen Fülle auskosten, das ist für viele Gäste der beste Grund, hier einzukehren. Auch für Mario Neumann. Ja, na, weil es hier im KDW die besten Austern gibt. Am frischesten kommen in der Nacht hier an und deswegen hier. Und man kann gemütlich schnell mal beim Essen 2 Stunden hier verbringen. Oh, das sieht aber gut. Ja, das war das, was du eben schon gefeiert hast. Auch Familie Herrmann macht wie üblich an der Austernbar. Wie viel Eis die am Tag wohl verballern? Und dann die Finde Claire. Ja? Wunderbar. Vielen Dank. Sehr schön. Lass ihn schmecken. Sehr schön. Vielen Dank. Wunderschön. Ist doch gut jetzt. Es ist ein bisschen salzig, ist frisch. Und die Austern hier sind wunderbar. Und jedes Mal, wenn ich ins KDW komme, habe ich Austern. Ich liebe das, jedes Mal. He needed, because he gone smash. He smash. Guck mal, wie da was runterhängt. Das tut mir jetzt richtig leid, dass sie zugucken müssen. Kein Problem. Wir müssen vor Guten allem. Appetit. Die Feinschmeckerabteilung hat seit ihrer Eröffnung 1956 so manchen Wandel erlebt. Fucking Fischeier kann ich mir gar nicht geben. Aber das Wesentliche, guten Geschmack feiern, das hat sie in all den Jahrzehnten nie Digga, verloren. Was ist denn da drauf? Digga. Ich bin jetzt 40 Jahre, 30 Jahre hier auch Stammgast im KDW und sehe so alt aus. Ja. Nächste Etage ist generell KDW ist die große Liebe. Bin schon als kleiner Junge hier, habe mir die Schaufenster angeguckt, bin schwarz gefahren, von Linie 1 aus Kreuzberg, um Schaufenster zu gucken. Meine große Liebe. Neben meiner Frau, ja. Also. Ah, das wollte ich nochmal gesagt haben. Sie am anderen Ende des Tisches sitzt, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Ja. Er wollte halt ein bisschen alleine sein mit dem KDW. Es ist Halle kommt Abend aber auch geworden. Rüber, als hätte er vorher ein Laufhaus in Köln gehabt. Also. Wenn um 20 Uhr die Tore des KDW schließen, ist die 6. Etage nur noch über die Nacht. Mich triggert die ganze Zeit so sehr, dass die Sprecherin offensichtlich Schnupfen hat. Oh, ich weiß, bin ich die Einzige? Das ist voranstrengend. Fahrstühle zu erreichen. Regelmäßig finden abends Konzerte statt. Eine Idee von Hagen Hoppenstedt. My bestest friend in the whole world. The best song ever. Bester Song ever. Right. Thank you so much. Thank you. Thank you. Beide wissen nicht, wer der andere ist. Ja, es war so weird. Okay, wild. Natürlich muss ein Saxophon dabei sein. Keine reichen Party ohne Saxophon, Alter. Die Abende in der Weinbar sind für Hagen und seine Gäste zur Institution geworden. Hier kann der Sommelier Gastgeber sein und das tun, was er am besten kann. Etwas vermitteln, ein Gefühl vermitteln, eine Heimat vermitteln. Gäste bespaßen, Stammgäste, die seit zig Jahren hierher kommen, meine Stammgäste, die mich auch verfolgen, Gott sei Dank, aus den Häusern, wo ich vorher war. Das ist also, ja, es ist eine Familie geworden. Man trifft. Unser Chat macht's vor und ich bin sehr stolz auf euch alle, weil sie alle schreiben, Soffen! Toll, Jungs, toll. Jetzt sich hier, man trifft sich wieder, man lernt sich kennen, es entstehen Freundschaften. Es ist ein Ritual fast wöchentlich, wenn Donna hier spielt mittlerweile und macht unheimlich viel Freude. Ich denke schon, dass es unglaublich großen Anteil gibt, die extra in die 6. Etage kommen und hier genießen.
Da, Paul. Genieß nochmal. So leer siehst du nie wieder. Ey, ich war tatsächlich noch nie da nach den regulären Öffnungszeiten, ist mir gerade so eingefallen. Die machen ja wirklich relativ häufig, also die sind ja wirklich krass gut theoretisch in Kundenbindung, wenn du Bock auf sowas hast. Ich könnte jetzt ungelogen nachgucken und habe wahrscheinlich zig hier, das sind alles so KDW-Einladungen zu so Abendveranstaltungen und so, die einem dann zuschicken und die bemühen sich richtig. Aber danach, nach Ladenschluss hätte ich schon mal Bock, Alter. Das ist schon cool, ja. Ja, aber ich bin da noch nie hingegangen. Ey, ich sag mal so, nach Ladenschluss. Lass mal zusammen hin, Vlog und hier Podcast machen. Ganz ehrlich, nach Ladenschluss hin, dann probier ich auch mal eine Auster. Okay. Nice. Schön im Podcast. Schön. Irgendwie macht's immer wieder Spaß. Ja. Freunde, das KDW. Pauls zweites Zuhause. Guck mal, habe ich gerade hier eine Mail, die Empfehlung von Hagen Hoppenstedt. Und du kriegst ihn. Jawoll. Nice. Ich dachte, du hast jetzt gerade in dem Moment eine Mail bekommen mit dem Betreff, bleib bloß weg, ihr Spinner. Das wäre auch gut. Ich schreibe gerade jemand, denkt ihr an die neue Hans-Doku? Es gibt eine neue Hans-Doku. Ja. Ja, aber die müssen wir, glaube ich. Rammstein-Unglück. Ja, die müssen wir aber, glaube ich, im Dings gucken, ne? Die ist noch nicht. Nee, die ist noch nicht auf YouTube, Baby Neil. Ja. Auf jeden Fall, unabhängig davon, wenn wir sie finden, werden wir die gucken. Ansonsten haben wir andere Hans-Dokus geguckt und auch sogar andere Dokus noch oder Reportagen übers KDW. Schaut da gerne vorbei. Also schaut generell auf unserem Kanal vorbei. Und wir sehen uns. Bis gleich. Ah.